Er baut einfach die größte Zahnbürste der Welt, Alter. Was kommt wieder einfach davon nasch, Freunde? Da ist so ein Loch oder so, ne? Warte mal, will er da irgendwas rausholen oder so? Ich glaube, da holt er jetzt gleich irgendwas raus, Leute. Was? Alter Schwede, was war das denn? Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir reagieren wieder auf das befriedigendste Video auf der ganzen Welt, Freunde. Ey, ohne Spaß, ihr müsst euch das vor dem Schlafen hier angucken, weil dann werdet ihr auf jeden Fall das einfach am angenehmsten haben, Freunde. Ich weiß, es sind gerade auf Ferien und so, deswegen lehnt euch zurück, gönnt euch, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir auf jeden Fall mal ganz entspannt an, Freunde, mit so einem Herz einfach am Start. Okay, oh, lol, der kann das einfach rausnehmen. Yo, sowas brauchen auf jeden Fall alle Großeltern zu Hause. Dann werden nämlich Kaffee und Kuchen schön kalt serviert, Freunde, richtig nice gemacht. Und es gibt immer den einen in der Schule, ich habe meinen Zirkel vergessen. So, aber der konnte damit sogar so ein Oval machen, ne? Oh. Ach, ich dachte, der malt da irgendwas drauf, aber der macht die Tapete ab, Freunde. Komm, yo, Alter. Okay, vor sowas hätte ich, oh, die ist gut gelandet, aber vor sowas hätte ich halt voll Respekt, dass ich voll auf den Rücken knall, Leute. Ey, das wird mir locker sowas von heftig wehtun und so. Perfekt mal eben mir die Bettdecke eingerollt. Okay. Oh, sind das heftige Wasserfälle. Alter Schwede, Leute, sieht das heftig aus und yo. Was ist denn das für eine Holzschneidemaschine? Der macht das ja gefühlt so ein bisschen eckig. Ah, guck mal. Lol. Und lol. Einfach perfekter Holzwürfel. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Und das kenne ich. So, also den Clip jetzt nicht, aber sowas kenne ich. Jetzt zieht man es quasi gleich so lang, ne? Man macht zu, genau, und dann zieht man es raus. Hat man ein richtig, richtig heftiges Kunstwerk am Start. Und, ey, es sieht so krass aus, ne? Das glaubt man gar nicht, dass es echt ist. Und, hä? Hey! Kleiner Racker, du. Kleiner Hund. Oh, guck mal, wie süß. Digga, wenn du einfach am Ausrasten bist, ne? Du bist einfach so am Ausrasten, dass deine Zeichnung nicht mehr ist und du wirfst einfach einen Eimer dagegen und auf einmal ein bisschen rumpinselst und schon hast du so einen richtig heftigen Tiger reingemacht einfach. Guck mal, er rastet schon wieder aus. Er rastet einfach aus, der macht einmal heftiges Kunstwerk dahin, ich glaub's ja nicht. Was macht sie jetzt? Diese Clip ist hier so ein paar Sachen ab oder so? Und malt das jetzt nochmal drauf? Oh, ich glaube, oh Leute, ich glaube, es wird richtig heftig. Ich glaube, das wird richtig, richtig heftig aussehen. Und jetzt genau, alle Teile abmachen und... Self-made, nicht schlecht, Leute. Und yo. Alter, der macht ja erstmal perfekt Nudeln rein, oder was? Gefühlt für 20 Mann. Ey, wie viel Nudeln soll das denn werden? So viel, so groß ist der Topf doch gar nicht. Und ey, Freiheit für Sch. Oh, doch nicht so Freiheit. Aber ja, Aquarium ist nicht unbedingt Freiheit. Und jetzt haben wir hier einmal. Ich höre es in meinen Ohren, aber ich höre es nicht richtig, ne? Ich höre einfach nur so. Aber man hört es leider nicht. Ich stell's mir gerade vor. Ob ich das gerade einfach höre, Leute. So, hier. Oh, wieder was schön perfekt drauf machen. Schön ein paar Muster, Freunde, mit dem Schwamm. Bob, Bob. Und dann Bob und Bob. Okay. Perfekt, muss ich auf jeden Fall sagen. Und, oh, da sind kleine Kaulquappen. Ja, auf jeden Fall Kaulquappen, Leute. Die anderen sind weiß. Die wir alle kennen, ja. Und die leben auch nicht draußen außerhalb. Lol. Der hat einfach eine Fensterputzmaschine gemacht mit einer Fernbedienung. Läuft bei dem und jetzt das perfekte Eis gedippt. Uiuiui. Und es ist auch noch getrocknet. Sieht das cool aus. Und was ist das? Warte mal. Hä? Sind das Quallen? Oder was war das? Gerade echt gar kein Plan, was es war, Freunde. Sah auf jeden Fall echt heftig aus. Ich muss euch sagen, das Video beruhigt mich schon echt heftig, ne? Ich werde auch gleich pennen gehen, Freunde, auf ganz entspannte Basis. Aber... das beruhigt mich schon echt. Das kann man sich echt gut angucken vom Schlafen gehen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann lasst jetzt mal gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Der macht jetzt hier so ein bisschen Origami und hat jetzt hier eine perfekte Pflanze hingeballert und yo. Ey, das erinnert mich gerade an diese... an die Mumien. Es wurden nämlich so Mumien gefunden. 2500 alte, Jahre alte Mumien. Und die wurden jetzt alle aufgemacht. Also... also diese Sakko... also ein Sarkophag und... ja, Leute, ne? Also... sollte man am besten nicht in 2020 aufmachen. Aber was willst du denen noch erzählen? Na, hier erstmal Tony Hawk Skater am Start mit seinem Longboard. Yo! Alles klar. Was geht denn bei dem ab, Alter? Der macht erstmal hier alleine einen Lichterschirm. Warum hat denn der so eine komische Maske an? Yo. Der macht erstmal.
Einfach Blattkunst. Er macht einfach Blattkunst, Leute. Einfach Blattkunst und perfekt. Perfekte Pflanzen und bup, 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 hauf das Ei rauf und... Wenn ein Ei einfach nur aus Eigelb besteht, und was ist denn das für ein Bohrer, Alter? Holy moly. Was ist denn das für ein krankes Ding? Oh, hier eine schöne Bank, ne? Oh, ah nee, das ist glaube ich eher so ein Schutzding für den Baum. Lol. Dafür ist dieses Spielzeug da. Ich kenne das nur in Regenbogenform. Das sieht immer voll cool aus. Jetzt weiß ich, wofür man dieses Spielzeug braucht. Das habe ich ja vorher nie gewusst, Leute. Oh, hier, alles immer... Oh, alles aufmachen. Und jetzt kannst du da quasi so einen Ballon drin haben. Und dann sieht es wirklich aus wie in Japan, ne? Oder in Tokio. Und, lol. Die sind aber locker nicht... Oha, was? Auch nicht schlecht, wenn es heiß ist, sieht man das erst. Aber die sind doch locker nicht geschirrspülentauglich. Ich dachte gerade schon, dass irgendwie... Video ist irgendwie rückwärts vorgespult oder so, aber... Ist ganz normal. Der Typ ist einfach wild unterwegs. Ein Wanddrucker? Lol, einfach ein Wanddrucker, Leute. Und Alter, der hat erstmal heftigen Schleim hier am Start. Und was ist das denn für ein Stein? Jo, was ist denn da? Warte, was ist das? Ein Paket? In Alufolie noch gewickelt? Was ist in B-Lufolie? Was ist denn hier alles los? Was ist denn alles so gelb? Ich habe noch nie gelbe Bäume gesehen. Also, glaube ich auf jeden Fall. Jo, erstmal perfekt hier die rote Kugel reingemacht hier. Auch nicht schlecht. Und oh, so ein riesen V, ne? So ein schönes Tier, muss ich sagen. Wenn das Ding mal seine Flügel... Kann man das Flügel nennen? Seine Sträucher? Keine Ahnung. Seine Augen aufmacht. Wenn der Auge macht, Leute. Das so kann man sagen. Wenn der Auge macht, sieht das echt schön aus, muss ich sagen. Und hier erstmal... Okay, das ist jetzt noch ganz normal. So ein bisschen Häuser und so. Ein bisschen... Ein paar Bäume dazu. Noch alles sehr entspannt. So, das ungefähr, so wie es jetzt ungefähr ist, kann ich das auch. Also so, gerade so ungefähr. Oh, das war sogar schon. Okay, also so war trotzdem nicht schlecht. Aber das war jetzt ja keine heftige Kunst. Aber trotzdem entspannt, das anzusehen. Und das sind auf jeden Fall erstmal heftige Blades oder keine Ahnung, was das ist. Blades Böller am Start. Hier, ein paar perfekte Kugeln machen. Hier, bum, 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 bum. Das wird, ah, das wird Safe Call. Werden die Dinger zu Kartoffelchips. Okay, perfekt darauf gemacht. Alles klar, sieht aus wie so eine riesen Marshmallow-Platte. Aber hier auch nochmal ein bisschen Haare oder so am Start, ne? Leute, ist euch allgemein mal aufgefallen, dass man... Also, dass eigentlich alles gut schmeckt, was aus Kartoffeln ist. Wirklich Pommes, Chips, Kartoffelbrei, Kartoffelmus, Kartoffelpüree. Gefühlt alles, was aus Kartoffeln besteht, schmeckt gut. Oder bin ich nur der Einzige? Keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall gerade ein netter Haarschnitt, muss ich sagen. Und yo! Alter, was hat der sich denn geschnappt? Oh, ein kleiner Fisch. Ey, auch noch ein Slow Motion, Alter, wie sexy, Mann. Guck mal hier, ich habe mit dem Haar zu wedeln, wedelt er mit dem Fisch im Mund. So, mit dem Haar. Digga, was ein heftiger Vogel, Alter. Erstmal kurz kleiner Haubentaucher. Yo, wie krass ist das denn? Der hat einfach, oder die, nimmt einfach so diesen Verwischungsprozess, den man so kennt. Und macht daraus einfach eine heftige Zeichnung. Beziehungsweise heftiges Gemälde. Und oh, das sind Ice Cream Rolls. Das ist richtig heftig, Leute. Da gibt es auch einen deutschen YouTuber davon. Der macht sowas. Aber es ist original in Thailand. Also, das ist jetzt nicht, dass sie es nachgemacht haben oder so. Weil das kommt aus Thailand. Und das sieht auf jeden Fall schon echt heftig aus, ne? Es werden daraus quasi so Ice Cream Rollen. Beziehungsweise hier so Stücke gemacht. Und die schmecken richtig gut, Leute, ne? Die schmecken richtig gut. Die würde ich auf jeden Fall auch gerne mal so regelmäßig kaufen können. Oh, Alter, was sind das denn für Monster-Weintrauben, Alter? Yo! Stäbchen jetzt hier erstmal am Start. Alles Klärchen. Hä? Was wird denn das jetzt hier? Hä? Zieht das so lang. Alter, wie tief geht denn der mit seinem Arm unter die Erde? Was macht denn. Alter, was macht denn der da? Da ist so ein Loch oder so, ne? Warte mal, will er da irgendwas rausholen oder so? Ich glaube, du holst jetzt gleich irgendwas raus, Leute. Oh, was? Alter Schwede, was war das denn? Oh, schön abschneiden das Ding ja in so einem kinetischen Sand, Leute. Uiuiuiuiui, sieht das gut aus jetzt hier. Holla, die Waldfee. Ja, alles klar. Wie die hier mit dem Ding umgeht. Als wäre das halt irgendwie so ein Teller. Ah, du machst sogar einen Teller draus, oder? Was ist das überhaupt? Ist das Zucker, Leute? Was macht die denn jetzt hier?
Ach, die macht jetzt hier so einen riesen Löffel, als ob. Oha. Die macht jetzt einfach wirklich einen riesen Löffel. Und warum hat die denn so ein kleines Kinn? Auf Alien angelegt. Also jetzt no front oder so, aber... Da war locker ein Filter, oder nicht? Oh, hier auch nochmal so ein Typ, der das macht. Macht jetzt auch nochmal so einen riesen Löffel. Ach, der macht jetzt... Ach, warte mal ganz kurz. Was macht der jetzt hier, Freunde? Oh, Zahnseide? Oder was ist das jetzt hier? Macht der eine Zahnbürste? Der macht einfach eine Zahnbürste. Lol, der macht einfach eine Zahnbürste mit so einer riesen Zahnpasta dazu. Wie krass ist das denn? Und, hier ist das schön alles drauf machen. Eieieiei, wie das aussieht, Freunde. Da würde ich auf jeden Fall gerade richtig gern einmal das durchwühlen und... Nein. Der macht das wirklich, der füllt das alles jetzt mit Eigelb und Eiweiß, oder was? Ich glaube schon. Krass, Alter. Und ja, er ist auf jeden Fall heftig unterwegs hier mit seinem Ziegelstein, Leute. Der hat hier sein gutes System gefunden, was für ihn funktioniert. Heftig unterwegs jetzt hier. Oh, ist das entspannt, Alter. Ist das entspannt, Leute. So, hier auch noch. Bup, bup, bup. So, und zack, hier auch nochmal. Hey, Leute, so muss das auf jeden Fall. Und ja, der schneidet hier erstmal so ein Lipgloss kaputt, oder was? Hä? Das ist einfach so ein Lippenstift. Beziehungsweise, ist das, kann man das Lippenstift nennen? Oder wo ist überhaupt der Unterschied zwischen Lipgloss und Lippenstift? Ich glaube, Lipgloss glänzt mehr. Oder so. Oder ist so einfach so ein bisschen leichter zum Auftragen. Ich glaube, Lippenstift ist ein Stift und Gloss ist ein Gloss. Ach, Leute, ihr... Schreibt mal gerne in die Kommentare. Interessiert mich mal. Aber ich glaube, ich habe es also eigentlich schon im Kopf, was da der Unterschied ist. Und hier... Nochmal schön Reiskocher hier, Leute. Boah. Lol. Oh, dann hast du Reispulver? Das ist eine Pulverisierungsmaschine oder was? Yo, sowas brauche ich einfach mal Safe Call, um geile Shakes zu machen. Was geht bei dem ab? Warum sind seine Arme so dreckig? Kollege, was machst du da? Warum gehst du da so tief rein? Hä? Digga, er hebt einfach... was? Der hat eine Schlange aus dem... jetzt kann ich doch nicht, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, Leute. Alles klar, das soll es von dem Video gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann auf den Like-Button und auf den Abo-Button und checkt einzeln mal Videos hier aus. Einfach draufklicken und abonniert den Kanal für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao.